Jo, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich und ich habe fast die 20.000 Abonnenten geknackt, Leute. Wirklich, es ist wirklich krass. Und ich merke, wenn ich täglich hochlade wie jetzt, dass euch das einfach gefällt. Und deswegen werde ich das so beibehalten. Deswegen, liebe Leute, wenn ihr einer von den 92% seid, die meine Videos gucken und nicht Abonnent sind, laut meiner Statistik, würde ich mich freuen, wenn ihr einmal den roten Knopf da unten drücken könntet. Denn verpasst ihr kein Video wirklich. Hier kommen ganz viele Toplisten zu Mario und auch News und Allgemeines zu Mario Odyssey und Nintendo. Ja, Leute, ich mag das eigentlich auch nicht. Ich will nicht betteln. Ich will euch lediglich nur darauf hinweisen. Das Thema für heute sind Power-Ups, Leute. Power-Ups sind ja eigentlich was richtig Schönes im Mario-Universum, aber Leute, man muss dazu sagen, ich habe heute die 5 schlechtesten Power-Ups in Mario mitgebracht. Wirklich die Power-Ups, die einfach nur schwachsinnig sind, die einfach keinen richtigen Sinn ergeben im Mario-Spiel, wenn man es spielt und einfach auf den ersten Blick gar nicht so viel Sinn ergeben. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten. Das erste Item, das erste Power-Up, was ich mitgebracht habe, ist aus Super Mario Land von 1989 auf dem Game Boy. Und zwar heißt dieses Power-Up einfach nur Flower. Damals hieß es einfach nur Flower und es hat Mario in Super Ball Mario verwandelt. Und es hat ihm die Fähigkeit gebracht, dass er Super Bälle verschießen kann, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Er schießt damit Kugeln auf den Boden und sie bouncen wieder 45 Grad nach oben wieder ab. Und man kann fast gar nicht damit zielen. Sie können zwar auch Coins collecten, aber um Gegner zu besiegen, muss man wirklich viel Glück haben, weil wirklich zielen kann man mit den Dingern nicht, wenn die immer 45 Grad überall rumbouncen. Und das große Manko an den Dingern, man kann nur einen zur Zeit auf dem Bildschirm haben. Also nicht wie bei der normalen Flower, wo man dreimal schießen kann. Nein, du kannst nur einmal schießen und musst warten, bis dieser Ball von dem Bildschirm verschwindet. Dann kannst du es wieder erneut schießen. Und Leute, die schießen wirklich ungenau und machen dazu noch ziemlich wenig Schaden. Deswegen ist das wirklich im Vergleich zu anderen Items, wie zum Beispiel die Feuerblume, ein ziemlich schlechtes Item. Das nächste Item ist ziemlich lustig, aber es hat wirklich keinen Nutzen. Und zwar aus Super Mario Maker, der Mystery Mushroom. Ja, einfach nur ein Pilz mit einem Fragezeichen drauf, der auch nur im Super Mario Bros. Style verwendet werden kann. Und zwar verleiht er die Fähigkeit, Mario in ein anderes Geschöpf zu verwandeln, beziehungsweise in verschiedene Kostüme. Und zwar in insgesamt 153 verschiedene Kostüme. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. 153. Ich wusste nicht, dass es so viel ist. Ich habe es wirklich nochmal nachgeguckt. Es ist mir gar nicht so viel rübergekommen, als ich selber gespielt habe. Und zwar sogar in Sonic und Pac-Man, was ich gar nicht wusste. Er kann sogar in seinen, ich sag mal in Klammern, größten Widersacher sich verwandeln, und zwar in Sonic. Und Leute, das Beste an dem Mystery Mushroom, er kann sich in Walu Luigi verwandeln. Ja, Leute, ich habe wirklich gelacht, dass ich das gesehen habe. Aber Leute, es geht ja heute um die schlechtesten Power-Ups in Mario und man muss wirklich sagen, der Mystery Mushroom ist kein richtiges Power-Up. Es verleiht ihm keine weitere Stärke, kein Power-Up. Es ist wirklich nur das Aussehen, was verändert wird. Deswegen muss er einfach in diese Liste rein, Leute. Ja, Leute, das nächste Item ist aus Super Mario 3D World und zwar die Lightbox. Ja, einfach nur ein Kasten, den man sich auf den Kopf stülpt, womit man dann letztendlich die Boosts wegleuchten kann. Also, auf ersten Blick ist es wirklich lame und es ist auch lame, Leute. Natürlich, in dem Moment, wo man es benutzt und wo man die Boost dann wegleuchtet, ist es nützlich. Ich musste es mit reinnehmen, weil ich finde, es ist immer ziemlich lame, einfach nur einen Kasten auf dem Kopf, der letztendlich eine Fähigkeit hat. Und von allen Kästen, die Mario bis jetzt auf dem Kopf hatte, finde ich die Lightbox, die einfach nur Licht nach vorne strahlt, echt am langweiligsten. Auf dem nächsten Platz habe ich zwei Items, und zwar einmal der Power Balloon und die Power Flower aus Mario 64 DS. Und zwar der Power Balloon ist aus Super Mario World und er verleiht dann einfach nur die Kraft zu schweben. Ja, Mario bläst sich auf, wird einfach dick, unbeweglich und ist bei jeder Berührung sofort tot. Ja, das ist das Power-Up, aber er kann dafür schweben. Das ist letztendlich die weitere Fähigkeit, die er dazu kriegt, aber ich finde es einfach scheiße, er ist langsam, man kann ihn schwer steuern und bei jeder Berührung ist er direkt tot und das alles nur für die kleine Fähigkeit zu fliegen, Leute, was wir natürlich schon viel besser gesehen haben, wie zum Beispiel die Tanuki-Suit oder natürlich das Cape, was einfach einen viel besseren Job abgeben in Sachen Fliegen. Natürlich ist das eine neue Gameplay-Mechanik, die sie reinspielen wollen, deswegen machen sie solche Power-Ups wie der Power-Balloon und auch die Power-Flower aus Mario 64, die für Mario auch nur das gleiche bewirkt hat, dass er sich aufgeblasen hat und dann da rumfliegen konnte. Es ist rein für die Gameplay-Mechanik, dass was Neues reingebracht wird, aber Leute, es ist trotzdem ein bisschen lame. Mario sieht einfach schwächer aus als vorher. So Leute, das wohl unnützlichste Item, was wirklich die Krone heute trägt, ist die Goomba-Maske aus Super Mario 3D World. Wofür soll man die bitteschön brauchen, Leute? Natürlich, der Sinn ist dahinter, man stülpt sich eine Goomba-Maske auf dem Kopf und wird von Goombas nicht mehr angegriffen, weil sie denken, man ist einer von ihnen, Leute. Aber ganz ehrlich, Goombas, really? Wofür braucht man die? Ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich einen Goomba vor mir habe und den ins Gesicht treten kann. Goombas waren so gut wie noch nie eine Gefahr, Leute. Und selbst wenn 20 darauf sind, kann man einfach von einem auf den nächsten springen und die alle zertrampeln und zertreten. Das ist einfach spaßig, meiner Meinung nach. Und es ist keine Gefahr. Und deswegen ist die Goomba-Maske für mich wirklich eines der unbrauchbarsten Items in Mario. Ja, Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt des Videos. Mir hat das extrem Spaß gemacht, so eine Liste. Und ich werde solche Listen natürlich in Zukunft jetzt immer wieder hochladen. Wenn ihr keines dieser Videos verpassen wollt, dann natürlich, Leute, ihr wisst es, dann müsst ihr, beziehungsweise dann solltet ihr abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr auf jeden Fall als erstes informiert. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.